Schön mit dem Arsch an der Wand und dann gehen wir. Ah! So, liebe Freunde, was geht ab? Ich begrüße euch wieder zur nächsten Folge Nachtschicht. Ja, mit ein bisschen Verspätung, aber lieber spät als nie. Und wir sind jetzt mitten im Geschehen. Ja, wir haben den ersten Teil erfolgreich überstanden und die Hose ist echt furztrocken geblieben. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht hier, ne? So, wir sind auf jeden Fall in der Lobby oder auf jeden Fall in so einer Anmeldung hier. In so einem Hauptsaal. Ja, hier haben wir wieder einen Toten. Okay, also wir schauen jetzt erstmal hier, was es hier so Feines gibt, ne? Weil ich bin dafür, dass wir mal so ein paar Batterien sammeln, damit uns gleich in der dunklen Stunde nicht das Licht ausgeht, ne? So, was haben wir hier? Hier haben wir einen toten Security Man. A dead Security Man. What's going on here? Okay, und ein Dokument. Wir werden das jetzt folgendermaßen machen mit den Dokumenten, ne? Ihr wisst ja, Zeit ist Geld und wir haben keine Zeit. Deswegen werde ich jetzt einfach mal das Dokument für euch öffnen, weil ich so lieb bin. Und jetzt könnt ihr in der Zeit, wo ich euch gerade zulaber, mal eben kurz auf Pause machen und euch das durchlesen. Ich blätter sogar noch für euch um, okay? So, einmal umgeblättert. Ich hoffe, ihr seid mir dankbar. Wenn ja, einmal bitte in die Kommentare Hashtag dankbar. So, okay. Da ist auf jeden Fall ein Korridor, wo es weitergeht. Was haben wir da? Ich glaube, da geht's nicht weiter. Hallo? Ich möchte hier durch, hey. Ein dunkler Gang mit einem leichten Lichteinfall. Dort gehen wir jetzt hin. Da wir ja mehr als genug Zeit haben, bewegen wir uns langsam. Ich werde die Kamera jetzt noch nicht verwenden. Ganz vorsichtig. Hallo? Okay, es ist niemand da. Außer ein Toter. Oh! Oh, was sehen denn meine Augen da? Da ist eine Batterie! Eine Batterie, sehr schön. Hallo, nimm die doch mal hier. Nice! So, wir gucken mal, wie viele Batterien. Vier Stück haben wir schon. Das hört sich doch nett an. Wir suchen weiter. Okay. Hello. Hey, shit, man! Was geht bei dem? Ach du Scheiße. Wie sehen die denn aus? Security! Für diese Tür ist eine Schlüsselkarte notwendig. Okay, alles klar. Ich weiß Bescheid. Hallo? Okay. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Bleib cool, Alter. Es ist alles gut. Ich will dir nichts tun. Öffne die Tür. Gut, also wir brauchen die Schlüsselkarte. So viel steht fest. Die werden wir uns jetzt mal suchen. Die werden wir jetzt suchen, ne? Hier, damit wir hier in den Security-Raum kommen. Ich glaube, hier ist auch irgendwie der Terminal. Der Terminal zum Öffnen der Haupteingangstür. Ob wir da nachher schon durchgehen, ist natürlich sehr fraglich, liebe Freunde. Aber ich denke mal, wir müssen da hinten hin. Und was ist da? Da ist doch irgendwas. Okay, wir haben da hinten einen Patienten im Rollstuhl. Und ich schwöre euch, da geht es weiter. Da geht es weiter. Oh, nee, Alter, ich muss jetzt an dem vorbei hier. Oh, das ist ja wieder ganz, ganz toll, ist das hier. Okay. Wir nähern uns langsam dem Typen hier im Rollstuhl.
Oh, der wird jetzt bestimmt irgendwie aufstehen oder so eine Scheiße, ey. Irgendwas kommt jetzt. Keep cool, alles ist easy. Alles ist easy. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss die Kamera rausholen. Leute, wisst ihr, wer das ist? Könnt ihr es erkennen? Wisst ihr, wer das ist? Es ist Lord Voldemort. Er ist nach dem harten Endkampf gegen Potter hier drinne gelandet, weil er die Niederlage nicht verkraften konnte. Der dunkle Lord. Ich hab dich auf Band. Ich denke, er hat nichts dagegen, wenn ich ihn ein bisschen filme. Er scheint mich irgendwie nicht anzugreifen, oder? Hallo? Hey, kannst du mich sehen? Ich glaube, der hat gar keine Augen. Was ist denn mit dem nicht in Ordnung? Oh, nee. Da tut mir jetzt aber einer was, hundertprozentig. Hundertprozentig. Ich pack die Kamera wieder aus. Hallo? Ich bin nur ein Reporter, der nach einer saugeilen Story sucht. Ich werde jetzt durchs Bild laufen und du wirst mir nichts tun. Du wirst mir nichts tun. Nein, du wirst mir nichts tun, oder? Was denn mit dem? Alter! Du darfst nicht so viel Crack rauchen, Alter! Lass die Finger vom Crystal Meth! Shit, ey. Wow, bei dem ist ganz vorbei. Der ist voll in der Matrix. Bei dem ist schon gelaufen, da hinten bei ihm hier. Komisch, irgendwie tut mir keiner was, aber ich sehe es schon kommen. Ich werde gleich bestimmt irgendwo hier die Schlüsselkarte finden. Und dann geht der Punk hier ab. Aber mir... Ja. Ihr kleinen Herolds. Diese Mucke. Es ist... Okay, ich nähere mich einfach mal dem toten Typen hier und siehe an, was hat er denn da Feines? Die Schlüsselkarte! Big up! Nice! Und jetzt heißt es wieder vorbei an dem dunklen Lord und an diesen drei komischen Leuten hier. Okay, ich sag mal, hier ist Vorsicht geboten. Ich weiß wirklich nicht, was passiert jetzt hier und irgendeine kranke Scheiße wird hier passieren. Ich trau dem ganzen Shit hier nicht, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall... Oh, wir gehen schön mit dem Arsch an der Wand. Schön mit dem Arsch an der Wand und dann gehen wir... Ah! Alter! Was geht mit dem? Da bin ich wieder und jetzt ab in den Security-Raum. So, wir haben ihn erreicht. Natürlich sind wir nicht dumm, ne? Direkt die Tür zumachen. Können wir hier auch wieder abschließen? Können wir hier wieder... Ne, er macht nur die Tür auf. Alles klar! Und jetzt können wir hier irgendeinen Shit machen. So, drücke Viereck, um den Haupteingang zu öffnen. Werden wir jetzt flüchten können? Nach Hause, in unser Bett? Was sehe ich da? Morkov! Neues Ziel, starte den... Was geht hier ab? Oh mein Gott, da ist der Fette. Alter! Der will doch nicht hier rein! Nein! Ihr habt mich gesehen! Nein! Fuck! Tu mir nix! Ich will hier weg! Ah, lauf! Ah. Wo ist der? Ah! Alter! Was geht mit dir? Oh, shit!
Oh shit. Okay. Alles klar, versteck dich im Schrank, versuch nicht zu kämpfen. Oh nein. Oh nein. Du warst hier, oder? Kleine Schwein, ich finde euch Schlampen. Ich finde euch Schlampen. Oh fuck. Oh fuck. Okay. Alter. Ey, ich werde diesen Spind jetzt gar nicht mehr verlassen, ne? Er ist ja wohl klar wie Kloßbrühe, liebe Freunde. So, Leute, und jetzt geht hier richtig der Punk ab, ja? Wir sind hier voll im Dunkeln und müssen in den Keller. Warum immer in den Keller? Aber sonst wäre so ein Gruselspiel auch nicht gruselig, ne? So, wenn ihr auch Angst in Kellern habt, ne, dann schreibt mir das mal bitte in die Kommentare oder wenn ihr auch Keller gruselig findet. Ich wohne in einem Altbau und der Keller ist sehr gruselig, ja, also. Okay. Also, ich denke dann ja mal, ne, hier geht's in den Keller. Und da, wo wir leichte Lichtquellen haben, sollten wir vielleicht unsere... Oh, shit. Okay. Who's there? Hallo? Da ist doch wer. Hallo? Hallo? Okay, wir gehen einfach mal ganz, ganz cool hier rein. Hey, hallo? So, ich denke, wir haben unser Ziel quasi erreicht. Quasi. Wir schauen jetzt mal, was das Teil hier ist, was das hier für ein Terminal ist. Was haben wir hier? Schalte die beiden Gaspumpen ein und betätige den Hauptschalter, um den Generator neu zu starten. Ja, okay. Dann machen wir doch mal, ne? Machen wir doch mal. So, dann haben wir hier wieder schöne Nachtsicht-Action und dann schleichen wir uns mal hier so schön durch diesen Raum. Oder durch diese Räume. So, liebe Freunde, die erste Gaspumpe haben wir nun hier entdeckt, ja? Dann würde ich doch mal sagen, ne? An damit! Da passiert was. Da passiert was. Du bist ein braves Schweinchen. Du wirst nicht meinen Spind öffnen. Nicht meinen Spind. Genau. Nein! Fuck! Fuck, 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 fuck! Verfolgt er mich jetzt? Oh, oh ja, oh ja. Oh, das ist der Hauptschalter. Ach so, okay. Da sind wir ein bisschen falsch gegangen, liebe Freunde. Da müssen wir erstmal die zweite Pumpe. Oh, scheiße, jetzt muss ich da wieder zurücklaufen. Kacke, ja. Oh, nein. Nein. Verpiss dich. Lass mich in Ruhe. Bullshit, Bullshit. Ah! Oh, fuck, Mann. Was für eine Krepelsgeburt. Lass mich. Lass mich. Lauf. Versteck dich. Oh, mein Gott. Ja, geh einfach weiter. Geh einfach weiter, du Zyklopenkopf. Geh einfach. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Die versteckt mich in der Ecke. Nein, er hat mich immer noch. Lass mich. Ich will das nicht. Ah.
Oh, Junge, du bist doch voll krank, Alter. Okay, Freunde, also ich verbrauche gerade die Batterien wie am laufenden Band hier. Wir aktivieren jetzt mal die Pumpe. Ich hoffe, dass der Heini jetzt hier nicht reinkommt. Aber bei meinem Glück... kann ich mich jetzt hier... ich versteck mich jetzt hier drinne. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Geh einfach wieder. Genau. Geh einfach. Geh mit Gott, aber geh. Geh. Genau. Sehr schön. Okay, also. Der folgende Plan ist jetzt, den Hauptschalter aktivieren und schleunigst verschwinden. Okay, der Hauptschalter ist umgelegt. Kurze Verschnaufspause bitte, ja? Wir haben noch 3 Batterien. Das könnte jetzt richtig mies werden. Ich glaube, ich muss das Ganze hier mal so ein bisschen schneller machen, damit wir nicht so viele Batterien verschwenden. Ah! Lass mich! Du Hurenschmock! Ah! Nein! Du wirst mich nicht töten! Spring doch! Du wirst mich nicht töten! Ah! Ah! Nein! Ich werde das Licht einschalten! Du wirst mich nicht hindern! Ah! Ah! Du Hurenschmock! Ah! Boom! Ah! Lass mich! Du Opfer, du! Du Opfer, du! Yeah, big up, mein Katz hat's wieder mal geschafft! Mal gucken, was uns jetzt erwartet hier in diesem gruseligen, gruseligen Asylum. Okay, das war jetzt ein bisschen zu viel des Guten. Oh, das ist doch immer wieder schön beruhigend, wenn hier das Licht an ist, ne? Das ist doch immer so fein. So, jetzt können wir nochmal probieren hier den zum Terminal. Alles cool, alles easy. Okay. What? What? Damn! I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. What? Was There geht mit dir? Not yet for you to witness. Alter. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. The only way what the fuck? This is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Ja, liebe Freunde, das war's jetzt mit Teil 2 von Outlast. War auf jeden Fall schon mehr los als am Anfang. Und ich glaube, ab jetzt ist richtig in die Hose scheißen angesagt, ne? So, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mal ein Abo da, ein Like, schreibt in die Kommentare dies, das, Ananas. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Mal wieder, wenn es heißt Outlast.